Punkt verloren. Auf der anderen Seite ein Gegner, der ziemlich stark ist, besonders wenn er mit 10 Mann spielt. Die Vienna hat auswärts und daheim noch nicht verloren. Der GRK in den weißen Dressen steht nach dem Umfaller in Kufstein nun im Heimspiel gegen die Vienna unter Zugzwang. Solo von Verteidiger Martin Puzza und schon in der dritten Minute führen die Steirer mit 1:0. Die Vienna ersatzgeschwächt ohne die gesperrten Madalik und Klär. Beim GRK fehlt Hansa, die Grazer mit einem wahren Feuerwerk an guten Möglichkeiten. Wieger heute gegen seinen Stammklub. Riesenchance und Edi Glieder vergibt die beste Möglichkeit der Grazer vor der Pause. Pausenstand 1:0. Nach Seitenwechsel 53. Minute, Glieder vorbei an Torhüter, Ronald Unger, Foul, Elfmeter und die gelbe Karte für den Vienna Torhüter. Edi Glieder schießt selbst, 2:0 mit seinem 10. Saisontreffer bereits. Und Jubel bei den knapp 2000 Zuschauern im Casino-Stadion. Der Druck des GRK lässt etwas nach, die Vienna kommt auf, Christian Salaba prüft hier Torhüter Trost, aber vorerst nicht allzu ernst. Dann eine Viertelstunde Verschluss, Eckball für die Vienna, zu kurz die Abwehr der Grazer und ein Volleyschuss von Pospisil zum Anschlusstreffer. Der GRK besiegt die Vienna mit 2:1. Das heißt für den Toto-Freund richtiger Tipp 1 und 2 wie? Sonntag jeden zurückrufen ab 8 Uhr früh, der sich beworben hat. Und bitte vergessen Sie nicht, nächste Woche haben wir auch schon um